Und hier ist auch wieder euer LP-Gamer Steffen und wir machen mal mit der Quest Mutprobe weiter. Sprechen Sie mit dem ersten Offizier. Hallo, du Gesichtsfratze. So, System verlassen. Energie. Auf Maximum Warp, mein Freund. Ab nach Quarnus, Belohnung abholen und nächstes Level ab. So. Ach, was wir hier machen? Gut. Was weiß ich jetzt bekommen? Juhu! Kapla! Schimpok! Kanzler des Klingonischen Reiches! Ah, cool. Kann ich mal ein bisschen was kaufen hier auf meinem Müll. Halt mal. Ich gucke mal, was ich bekommen habe. So, besser. Gut. Bauen wir auf alle Fälle ein. Der ist besser. Gut. Das ist besser, das ist auch besser. Gut. Also, das kannst du eigentlich alles verkaufen, würde ich sagen. Ich würde sagen, verkauf das mal alles. Der EKS, wo ist sie denn? EKS? Nicht EKS. SS Dingsbums da? Wo bist du? Wo ist sie denn? Wo ist das Handelsschiff? Ich wollte noch handeln, war noch nicht mehr fertig. Hallo? Wo bist du? USS Leverkusen. Ich glaube, das ist ein Leverkusen-Fan. USS Deutschland klingt auch gut. Alles gerade Namen. Wo ist denn die SS jetzt hier? Weg. Ich will doch was handeln hier. Was soll denn das? Na egal. Ich die Ruschenkiste noch auf. Ah Mist. Okay. Ich habe mal die Tabelle leer machen wollte. Ist so voll. Waffel. Geil. So. Wo ist der denn? Tau Deva Sektor. Tau Deva Sektor. Ich war hier nicht. Hier sind die. Wo ist das Flottensystem? Doch mal interessant. Führen wir mal hin. Weil Flotte wollte ich mir so und so mal erstellen. Sobald ich ja auf LPT umstelle. Meine Let's Plays. Was euch hoffentlich auch gefallen wird, wenn ich das machen werde. Ich hoffe, dass es euch gefallen wird. Und ja.
Aber das mal ein bisschen alles aufleveln hier. Da nochmal. Oh, da nochmal. Akzeptieren. Wunderbar. Nee, den hier. Raum. Da. Befördern. Klar. Aber so passt. Das ist wohl hier, war, oder? Sieht zumindest aus. Aber naja. Ja, ist es, oder? Gib mich Geschwindigkeit runter. Ja, ist es. Geil, was ist das für ein Schiff? Timeline? Ach, das ist ja scheiße. Das ist schon gut. Das ist soweit. So, fliegen wir noch ein paar Meter ran, bitte. Und stopp. Tiefenraumgrenze? Wo geht's denn dahin? Im Picani-Sektor, da gibt's eine Föderation. So, wo ist jetzt das Dyson-System? Das ist auch im Föderationsraum, soweit ich weiß. Delta-Quadrant. Im Delta-Quadranten ist das, ist euer Ernst? Wo muss ich da hin? Ins Tau Deva. Da muss ich nach oben. Warte mal. So. Und durch zwei Sektoren muss ich noch durchfliegen. Ich hoffe, es wird euch jetzt nicht so langweilig. Ich, die letzten 3 Minuten oder 2 Minuten, der ich da hochfliege. Energie. So. Und jetzt nochmal geradeaus weiter. Genau. Engage. Und dann schauen wir mal, was dazu passiert. Aber das zeige ich euch dann erst in der nächsten Aufnahmesession, die dann nächstes Wochenende stattfinden wird. Weil ich immer am Wochenende aufnehmen werde, die Aufnahmesessions, weil ich wirklich nur das Zeit habe. Weil ich mache wirklich früh los auf Arbeit und bin erst abends um 6 rum wieder zu Hause. Und dann habe ich keinen Bock mehr aufzunehmen. Ich denke mal, das werden alle die Arbeiten auch verstehen. Und daher mache ich eigentlich immer am Wochenende die Aufnahmesessions. Entweder am Tag oder in der Nacht, so wie ich die Zeit dazu habe. Aber momentan mache ich am Wochenende abends oder mal vormittags oder wirklich in der Nacht, da wo ich Zeit und Ruhe habe. Zum Spielen. So. Zum Gateway muss ich. Zum Gateway. Ja, Energie. Muss ich mal hier seine Halbsektoren durchqueren, dass ich dahin komme, wo ich hin möchte. Das ist auch schon hardcore. Alles klar. Alles klar. Und wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folgen von Let's Play Star Trek Online auf klingonischer Seite. Also bis dann. Euer LP Gamer Steffen sagt Ciao mit V und auf Klingonisch Kapla. Ciao, bis die Tage.